Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trollface Quest Video Games. In dieser finalen Folge werden wir uns alle restlichen Level angucken. Das sind insgesamt 6. Ich hoffe, wir kriegen das hin, dass wir diese 300.000 Punkte hier noch voll bekommen mit den letzten 5 Leveln hier, damit wir das 6. Level hier noch hinbekommen. Aber erstmal Level 30, das ist auf jeden Fall Mario. Den Block kann man bestimmt drücken. Okay, passiert nur nichts. Das Ding kann man hier bestimmt drehen. Okay, bringt gar nichts. Kann Mario hüpfen? Mario kann hüpfen. Und jetzt drehen wir das. Ist wahrscheinlich falsch. Ja. Okay, ich denke einfach mal, dass wir irgendwas mit diesem Block machen müssen. Dass irgendwie Mario da dagegen hüpfen muss oder so. Kann ich mir zumindest vorstellen. Nein, hüpf doch da durch, du Blödkopf. Also wir können das Ding hier drehen und wir können dagegen düdeln und wir können... Ein Secret Block! Okay. Kann Mario jetzt dagegen hüpfen? Hüpf dagegen! Nein, Mario, was tust du? Okay, ich glaube, wir müssen mehrere Sachen machen. Okay, das war jetzt schon mal die erste Sache. Man muss hier oben irgendwie gegen drücken. Nee, man muss noch ganz oft da drauf drücken. Und wenn wir hier vielleicht noch ganz oft drehen, passiert dann auch irgendwas? Ja, passiert gar nichts. Okay, wir haben ein Secret, aber irgendwie... Bringen tut das jetzt nicht so viel. Ich kann das Rohr auch nicht immer weiter drehen. Vielleicht muss das einfach nur in die richtige Reihenfolge. Ich kann mir vorstellen, dass Mario oder Trollmo, er hat einen Tee auf seiner Mütze, dass Trollmo irgendwie gegen diesen Block halt einmal gegenhüpfen müsste. Aber tut er ja nicht. Aber nee, was passiert hier? Bitte sei zerquetscht. Werde zerquetscht. Okay, also ich denke einfach mal, wir brauchen auf jeden Fall diesen Block. Dann muss er dagegen. Vielleicht ist ja irgendwie so eine Piranha-Pflanze hier drin. In diesem grünen Ding. Und vielleicht muss man die rausschieben. Warte mal. Nein, hüpf! Nein! Komm da wieder raus! Ich zieh den jetzt raus. Okay. Ich dachte, da kommt eine Piranha-Pflanze, die ihn dann irgendwie auffrisst oder so. Aber nein, da kommt einfach nur... Keine Ahnung, Popel? Oder was soll das sein? Okay, cool. Das ist Cross the Road. Das kenne ich. Das habe ich sogar selbst mal gespielt auf dem Handy. Ja, ich würde sagen, einfach rüber, ne? Oh, RIP. Gut. Wo ist denn überhaupt das Ziel? Da hinten gibt's ja gar kein Ziel. Wenn man... Hä? Okay, wir werden sofort überfahren, wenn wir rübergehen? Schnell! Okay, der kommt immer dann, wenn man da hingehen will. Auch wenn ich warte. Ich warte jetzt so lange, bis was kommt. Aber wenn ich dann rübergehen will, dann kommt der Zug. Okay, interessant. Okay, was müssen wir machen? Wir müssen irgendwas mit dem Zug machen. Können wir vielleicht... Können wir vorstellen, dass wir wieder unser... Bühnchen größer machen sollen oder so. Was ist denn, wenn wir getroffen werden? Okay, soweit schon mal ganz gut. Wir fahren einfach mit ihm mit. Ja, geil! Was, echt jetzt? Es war wirklich so einfach. Yeah! Yeah! Wir müssen noch mehr machen. Nee, das war's. Okay, cool. Das ging super schnell. Holy moly. Einfach das machen. Oh, da ist die letzte Spinne. Yay! Was sie nicht von einer warten. Guck mal, so alt ist das Spiel schon von 2016. Die ja... Half-Life 3 2016, wurde nicht ganz was, ne? Loading, 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 loading. Nein, kein Hart! Kein Huff! Half-Life 3. Ja, ich warte. Voll der Sucht, die, guck mal, er kann sich kaum halten hier. Okay, was können wir sonst machen? Wir können nur auf den Bildschirm klicken. Ansonsten ist ja nicht wirklich was. Und er will spielen, aber ohne Tastatur. Was ist das für ein Dude, der ohne Tastatur spielt? Ist das das neue VR, von dem alle sprechen? Okay, ich vermute, wir müssen irgendwie irgendwas ziehen von irgendwo. Ich versuche gerade an dem Bildschirm zu ziehen. Vielleicht irgendwas an dem Typen mit seinen Händen oder so. Also mit dem Typen kann ich irgendwie gar nichts machen. Mit der Maus auch nicht. Ich kann wirklich nur auf den Bildschirm rauf tippeln. Okay, das Zeichen kann ich auch nicht drehen. Ich hätte gedacht, vielleicht irgendwie mit zwei Fingern, dass man dann das Zeichen drehen kann oder so. Aber scheinbar nicht. Rauszoomen und so kann man auch nicht. Das ist ja häufiger auch mal die Lösung. Wenn ich eine 3 auf dem Bildschirm male, passiert auch nichts. Und den Kopf von dem Typen kann ich auch nicht drehen. Das ist ja, sind ja irgendwie immer die Klassiker in diesem Spiel, habe ich gelernt. Was kann man denn sonst noch machen? Dieser Kalender ist bestimmt nicht einfach so da, oder? Vielleicht müssen wir das hier auf 99% bringen. Und jetzt warten wir einfach. Weil er kann es ja anscheinend kaum erwarten, dass hier endlich Half-Life 3 losgeht. Eine Ewigkeit später. Nix geschieht. Er freut sich immer noch. Kann halt nichts ziehen oder so. Kann ich nicht bei dem Kalender irgendwie was runterziehen? Oh. Okay, ich habe einfach nur auf den Kalender gedrückt und der macht jetzt automatisch was. Ich bin nicht mehr am iPad dran. 2116 ist Half-Life 3 endlich fertig.
da wurde einfach gerigtrollt. Easy. Das kommt nämlich niemals. Niemals kommt Half-Life 3 raus. Nie in deinem Leben, egal wie lange ihr wartet. Okay, das waren die 32 Level aus 12 Face Quest Video Games. Wir haben jetzt die 10 Dinger hier noch. Okay, das ist auf jeden Fall Undertale. Wir haben einen Hintern. Ich habe Undertale nie gespielt, von daher kein Plan. Wir haben ein paar Klopapierrollen. Ich klicke mal auf den... Okay, wir können pupsen, aber dann verlieren wir, glaube ich. Ja. Okay, also den Hintern anklicken ist falsch. Wenn wir ihn anklicken, dann... Ist auch falsch, weil er uns dann angreift und unseren Po wegmacht. Okay, wir sind der Po. Wir stehen auch unten links rum. Vielleicht können wir irgendwas mit unserem Leben machen? Nee. Wenn wir ihn antippen, dann macht er uns einfach nur kaputt. Mit den Klopapierrollen unten kann ich halt auch nichts machen. Oh, okay, ich kann unseren Hintern rausnehmen und ihm wahrscheinlich ins Gesicht, ne? Ja, du Arschgesicht. Lol, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist dieser South Park-Humor. Da gab's auch so ein Arschgesicht. So eine Arschgesicht-Familie tatsächlich. Okay, witzig. Wir haben nicht in jedem Level verloren. Ich habe das extra Level hier oben nicht. Musst du in jedem Level verlieren? In welchen habe ich denn nicht verloren? Ach so, in den ersten, weil ich die nochmal am iPad gemacht habe. Weil am Anfang hatte ich das ja nicht auf dem iPad gemacht und da wusste ich dann schon, wie die gehen. Dann hole ich die kurz nach und dann sehen wir uns gleich beim zweiten extra Level. Okay, das war der letzte, der uns noch fehlte. Schön. Gut, dann hier. Das nächste extra Level. Oh mein Gott, das ist ja mehrere Dimensionen. Die Blick in die Zukunft, keine Ahnung. Okay, er hat ein iPad. Alter, bin ich das? Weil, das bin ich? Guck mal. Naja, so fast. Hä, das ist ja wirklich wie so ein Spiegel. Das ist witzig, weil ich guck den ja jetzt an und der guckt auch in sein iPad und guckt quasi an, was ich sehe und immer so weiter. Alter, ist ja voll der Brainfuck hier. Okay, was können wir denn machen? Wir können pupsen. Okay, das scheint falsch zu sein. Warum? Jetzt ohne Witz. Wenn wir einfach ausmachen. Okay, drück den Hau-Button. Nein, mach irgendwas anderes. Mach das weg. Wir wollen nicht pupsen. Ich kann mir vorstellen, dass wir einfach irgendwie darüber swipen müssen. Oder den Bildschirm ausmachen müssen. Warum kommt denn da von der Seite so ein Kack? Wäre das ein ganz cooles Spiel, dann wird das irgendwie sowas machen, dass wenn ich jetzt mein iPad drehen würde, dass dann irgendwas im Spiel passiert. Aber ich glaube fast, da passiert nichts, weil man... Oder? Ist das nur ein Handyspiel? Ich drehe mal kurz den Bildschirm. Okay, es passiert absolut gar nichts. Hätte ja sein können. Das finde ich cool. Wäre das Spiel von Nintendo, dann wäre bestimmt irgendwie sowas der Trick gewesen. Rein oder rauszoomen oder so? Kann ich mir halt noch vorstellen. Ich probiere jetzt mal ein bisschen mit zwei Fingern rum. Echt strange, Leute. Oh, ach, man kann doch rauszoomen. Guck, das sind wir. Hi, so sehe ich aus. Ja, das bin ich. 1:1. Können wir noch weiter rauszoomen? Zoom noch weiter raus. Wieso ist noch nicht vorbei? Okay, wir müssen noch mehr machen. Ich glaube, wir müssen noch weiter rauszoomen. Ah, jetzt, okay, danke schön. So, und jetzt? Ich kann mit seinem Gesicht nichts machen. Wenn ich drauf tippe, dann ist falsch. Dann kommt wieder dieser Pups. Kann ich jetzt das Ding vielleicht ausschalten? Ah ja, okay, jetzt kann ich es ausschalten. Und das ist jetzt richtig? Okay, cool. Habe ich jetzt auch genug Punkte? Nee, mir fehlen noch Punkte. Na gut, Leute, ich spiele noch mal ein paar Level nach, hole die restlichen Punkte, damit ich die 300.000 habe. Und dann sehen wir uns gleich beim letzten Level wieder. So, okay, ist echt scheiße gemacht. Man muss alle Level tatsächlich noch mal machen und eine neue Punkte-Rekord sich holen, damit man mehr Punktzahl bekommt. Man kann also nicht immer wieder dasselbe Level machen, um Punkte zu holen, sondern man muss immer wieder einen neuen Rekord machen. Richtig blöd. Ich muss jetzt wirklich alle Level noch mal machen, aber jetzt haben wir 300.000 und spielen das allerletzte Extra-Level. So, Typ mit Bart. Mögen wir nicht. Der ist doof. Okay, war scheinbar falsch. Den müssen wir vielleicht einkleiden? Mit einem anderen Hut? Hier, nimm einen anderen Hut. Hier, du kriegst einen Monokel. Dann kriegst du einen Zylinder natürlich. Eine richtig schöne Short. Und natürlich einen Anzug. Ja. Das sieht mir aus wie ein Gentleman. Okay, los. Jetzt darfst du gehen. Falsch. Wie soll ich das machen? Muss ich das Ding umdrehen? Okay, sobald ich auf den Daumen nach unten gehe, ist das Level vorbei. Ich weiß nicht, muss ich jetzt einfach nur rumprobieren oder was? Oder sind wir ja der Clown des Abends? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oder wir sind eine Eiskönigin. Mit kurzen Shorts. Das sieht schon arg bescheuert aus, muss man sagen.
Wie so ein Junggesellenabschied. Aber da sind noch so viele coole Anziehmöglichkeiten. Hier alles in Rot. Auch nicht korrekt. Monokel sieht schon am coolsten aus, oder? Also so. Sieht das schon echt fresh aus, muss ich sagen. Was kann man denn mit diesen komischen hässlichen Overwall hier machen? Ach, die gehören bestimmt alle zusammen, ne? Die oberen hier. Und dann... Ah, nee. Keine Ahnung, Leute. Ein Wikinger hat auch was. Hier, so ein schöner Wikinger. Dressed like a boss. Yeah. Noch eine Errungenschaft bekommen. Neißenstein. Ja, weiß ich nicht. Mit der Krone können wir so gar nichts machen irgendwie. Ach, man kann die Dinger auch wegnehmen. Ja, komm, dann ziehen wir ihn einfach aus. Hier. Du musst leider nackt auf die Party. Tut mir leid. Wieso hat er eigentlich so eine komische Windel an? Okay, ja, so darfst du zur Party. Los, geh hin. Los, geh den roten Teppich runter. Okay, du kriegst noch deine Krone, aber jetzt musst du leider los. Los, jetzt geh! Ach so. Der freut sich auch noch, dass er da hinkotzt. Ja, das ist perfekt. No secrets. All secrets completed. Ja, yeah, okay, das war Trollface Quest Video Games. Ich weiß nicht. Welche fandet ihr denn am witzigsten? Also ich muss sagen, am witzigsten fand ich, der Anfang war mega lame. Den hier fand ich ganz gut, muss ich sagen. Wenn man zweimal gefurzt hat, dann werden die so ganz wütend. Und dann mit so einem großen Adlersprung packt man sich da einfach rein. Den fand ich ganz gut. Warum auch immer, ist gar nicht so witzig, aber ich fand den ganz gut. Ansonsten mein zweiter Liebling war der hier. Wo der Opa einfach zum Pupsantrieb wurde. Den finde ich noch ganz okay. Den hier sowieso. Das ist, glaube ich, sogar mein allerliebster. Wollen wir uns einfach in Klopapier einrollen? Hat Angst vor uns. Allein wie der schon wegläuft. Und dann spüren wir uns das Klo runter. Finde ich auch witzig. Welchen fand ich noch gut? Der Rest ging so. Von denen mochte ich auch gar nichts so richtig. Eventuell noch das Kükchen hier. Den fand ich auch noch okay. Wir hatten übrigens richtig viel Glück. Man muss nämlich zwei Wagen abwarten und dann erst auf die Straße rauf. Aus irgendeinem Grund habe ich einfach so lange abgewartet, aber egal. Jetzt schmeißen wir die da raus. Weil ich bin der super krasse Oberboss hier. Yeah. Ja, das waren meine Lieblings. Welche sind eure Lieblings? Lasst es mich wissen. Wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere von diesen Trollface-Quest-Dingern. Ich weiß nicht, ob ich die machen werde. Aber dieses Spiel haben wir jetzt erstmal durch. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen, beziehungsweise das ganze Let's Play. Wenn ihr, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.